Heute beantworte ich die Frage, was ist denn eigentlich dieser ominöse 7-Alt-Akkord, der in vielen Jazzstandards auftaucht. Ich zeige dir, wie der Akkord aufgebaut ist und was du drüber spielen kannst. Hallo, hier ist Christian Konrad mit einem Video mal wieder für die Jazzfreunde. Ich wurde gefragt, was bedeutet denn 7 alt im Akkordsymbol? Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Akkordsymbole, das ich dir hier nochmal verlinken werde. Aber der 7 alt Akkord war nicht dabei. Was ist das denn? Alt steht hier für alteriert. Ist also ein alterierter Dominant-Sept-Akkord. Das ist gewissermaßen ein Platzhalter für ein längeres Akkordsymbol. Eigentlich könnte man G7 alt auch bezeichnen als G7, B9, Kreuz 9, Kreuz 11, B13. Das klingt sehr einschüchternd, aber bevor du jetzt an dieser Stelle schon abschaltest, weil du denkst, es ist viel zu kompliziert, es ist gar nicht so schwer, wie es klingt. Ich erkläre dir das in aller Ruhe. Wie du weißt, ein normaler G7-Akkord oder allgemein Dominant-Sept-Akkord besteht aus Grundton, Terz, Quinte und Septime. Im Jazz ist immer die Quinte ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die wird oft weggelassen, weil man damit auf der Gitarre oder auch auf dem Klavier mehr Freiheit hat, interessantere, farbenfrohere Töne zu spielen. Also man muss sich davon verabschieden, von der Idee, dass die Quinte immer drin sein muss. Und beim alterierten Akkord ist die Quinte verboten, sozusagen. Das heißt, wenn du allem Ärger aus dem Weg gehen willst, dann spielst du einen G7-Akkord einfach nur als Grundton, Terz und Septime, wie ich das in einem anderen Video schon mal gezeigt habe, das ich hier verlinken werde. Grundton, Terz und Septime sind das Grundgerüst des Dominant-Sept-Akkords. Ohne diese Töne geht's nicht, beziehungsweise ohne die ist es kein Dominant-Sept-Akkord. Klar, Grundton, nach dem hat der Akkord überhaupt seinen Namen. G7, wenn da kein G drin ist. Wenn keiner in der Band das G spielt, kann man es nicht als G7 erkennen. Die Terz ist wichtig, weil das den Dur-Akkord zum Ausdruck bringt. Und die Septime, die kleine Septime, macht den erst zum Dominant-Sept-Akkord. Aber alles andere, alle Erweiterungen und zusätzlichen Töne sind veränderbar. Alterierbar, könnte man auch sagen. Schnapp dir am besten mal deine Gitarre und wir schauen uns das direkt am Instrument an. Ich zeige dir das Ganze mal an der 2-5-1-Verbindung, weil das die häufigste Situation ist, wo man die alterierten Akkorde braucht. Normale 2-5-1-Verbindung in C-Dur wäre D-Moll 7, G7, C-Major 7 oder C6. Jetzt werden die Akkorde aber im Jazz immer gerne erweitert, dass man also zumindest noch die None mitspielt oder auch die Drehdezime, die 13. Also man spricht da meistens in Zahlen. Also dass man spielt D-Moll 9, G13 und C6-9 vielleicht. Und wenn ich darüber jetzt improvisiere, habe ich relativ wenig Spannung. Das ist alles C-Dur-Material. Die Akkorde entspringen komplett der C-Dur-Tonleiter. Da gibt es wenig Spannung und Entspannung. Ich spiele einfach mal drüber. Das klingt alles relativ brav, weil es komplett C-Dur ist. Oftmals im Jazz geht es aber darum, dass man Spannung erzeugt, die man wieder auflöst. Und am besten eignet sich der Dominant-Sept-Akkord, die 5. Stufe dazu, Spannung zu erzeugen. Und hier kommt jetzt der 7-Alt-Akkord ins Spiel. Wenn man sagt, dass man beim G7 jetzt nicht mit Tonleiter eigene Töne erweitert, sondern da mehr Spannung aufbauen möchte, dann hat man beim G7 alt folgende Möglichkeiten. Ich kann den Grundakkord, Grundton, Terz, Septime, mit B9 erweitern. Oder mit Kreuz 9. Oder stattdessen mit B13. Oder mit Kreuz 11. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe. B9, Kreuz 9, Kreuz 11, B13.
Die B13 kann auch als Kreuz 5 bezeichnet sein. Die Kreuz 11 kann auch als B5 bezeichnet werden. Das sind dieselben Töne. Ist doch klar, ob ich jetzt zum Des komme, indem ich sage, das ist die erniedrigte Quinte, oder die erhöhte Quarte, die übermäßige Quarte, ist in dem Fall egal. Vier mögliche Optionen gibt es. B9, Kreuz 9, Kreuz 11 ist gleich B5 und B13 ist gleich Kreuz 5. Das alles steckt im alterierten Akkord drin. Jetzt heißt es aber nicht, dass man immer alles davon spielen muss. Das ist auf der Gitarre sehr schwierig. Das heißt aber, wenn man über die wichtigen Töne Grundton und Terz Septime hinaus den Akkord erweitert, dann soll man bitte von diesen vier Tönen was nehmen. Also nicht die reine Quinte. Ich könnte ja G7 auch so spielen. Das wäre aber die reine Quinte und somit kein alterierter G7. Mit der übermäßigen Quinte kann ich es aber machen. Oder mit der verminderten Quinte. Übrigens, bevor es gleich weitergeht, falls dich das Thema Jazzakkorde interessiert, ich habe auch einen ganzen Kurs gemacht zu diesem Thema. Jazzakkorde für Gitarre heißt ja auch. Also ein ausführliches E-Book mit ergänzenden Videos, Playalongs, persönlichem Support über eine Kommentarfunktion. Also da habe ich alles praktisch reingeschrieben, was ich zu diesem Thema weiß oder zumindest alles, was ich im Alltag auch benutze. Da ist das nur ein ganz kleiner Aspekt davon jetzt, die alterierten Akkorde. Wenn du da richtig einsteigen willst, dann besorg dir einfach mal diesen Kurs und da lernst du alles, was du brauchst. Weiter im Thema. Manche würden sagen, G7 kann man doch wunderbar mit None erweitern. G7, 9 oder so. Ist aber bei G7 Alt nicht erlaubt, weil nur B9 oder Kreuz 9 zulässig sind. Also nochmal, G7 mit B9 oder mit Kreuz 9. Die große None ist nicht erlaubt. So, und um diese Töne jetzt zusammenzufassen, gibt es die alterierte Skala. Die alterierte Skala von G besteht also aus Grundton, B9, Kreuz 9, Terz natürlich, ist ja Dur, Kreuz 11, B13 oder Kreuz 5, der kleinen Septime und wieder der Grundton. Mal hier weiter. Grundton, B9, Kreuz 9, Terz, Kreuz 11, B13, Septime, Grundton. Das nennt man G alteriert, die alterierte Skala in G. Und wie es der Zufall so will, ist G alteriert identisch mit Ass melodisch Moll. Und das ist viel einfacher zu denken. Wenn du in melodisch Moll denkst, Ass, alteriert ist gleich Ass melodisch Moll. Man könnte auch sagen, die siebte Stufe von melodisch Moll ist immer alteriert, der siebte Modus. Genau wie es bei der Durtonleiter diese Kirchentonarten gibt, die sieben Modi, gibt es das auch bei melodisch Moll. Und der siebte Modus, also auf der großen Septime, denn melodisch Moll hat eine große Septime, entsteht die alterierte Skala. Ganz praktisch gesehen heißt es, wann immer 7 Alt da, G7 Alt, denke ich, einen Halbton höher, melodisch Moll. Das ist alles. Also bei C7 Alt gehe ich einen Halbton höher zum Des und spiele melodisch Moll. So einfach ist es. Und dieser Sound, der alterierte Sound, der dadurch entsteht, nur auf der Dominante, auf der fünften Stufe, klingt viel mehr nach Jazz und viel interessanter, weil er sehr viel Spannung aufbaut, die dann wieder auf die C-Dur-Tonleiter hin aufgelöst wird, beim Akkord der Stufe 1. Also jetzt dieselbe 2-5-1-Verbindung, aber mit alteriertem G7-Akkord. Ich zeige dir gleich noch ein paar Griffe dafür. Erstmal prägt dir mal den Sound ein. Thank you.
Das ist der Sound von G alteriert. Wenn man von dem alterierten Akkord jetzt spricht und will den auf die Gitarre übertragen, ist eine gute Kombination, die sich gut greifen lässt, B13 und Kreuz 9. Das wäre dieser hier. Das ist der typisch alterierte Sound. Man könnte es aber auch mit B9 spielen. Aber am schönsten finde ich B13 oder Kreuz 5 und Kreuz 9 zusammen. Man kann auch über das B9 zum G wieder auflösen, also zum C6-9. Anderer sehr schöner Gitarrenakkord für alteriert ist dieser hier. Du kennst den Hendrix-Akkord. Das ist ja schon 7 Kreuz 9. Wenn man jetzt den kleinen Finger noch umlegt, hat man auch wiederum noch die B13 mit drin. Stimmführung ist aber immer gut, also wenn gerade die Oberstimme des Akkords eine sinnvolle Bewegung macht. Zum Beispiel D-Moll 9, G7 alteriert, C-Major 9. Für mehr dazu, wie gesagt, besorg dir mal meinen Kurs Jazz-Akkorde für Gitarre. Da lernst du auch die alterierten Akkorde überall zu spielen. Aber für den Einstieg genügt das vielleicht mal. Also, nochmal zusammenfassend. Für die alterierte Skala merken wir uns, G7 Alt ist gleich Ass melodisch Moll. Oder allgemein gesagt, bei alteriert gehen wir einen Halbton aufwärts und spielen melodisch Moll. Damit haben wir von G aus gesehen die Optionen B9 drin, Kreuz 9, Kreuz 11 und B13. Also alles, was wir verändern können aus dem G7 Akkord, ist damit verändert worden. Das war's von mir zum Thema alterierte Akkorde. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen für Klarheit sorgen. Wenn Fragen offen geblieben sind, kannst du mir unten schreiben, einen kleinen Kommentar hinterlassen. Ansonsten ist es jetzt an dir, das Ganze umzusetzen. Also besorg dir mal ein Reelbook, wenn du noch keines hast. Und versuch mal so viel wie möglich die Dominant-Septakkorde zu alterieren. Aber immer ein bisschen auf die Melodie schauen, dass sich das auch nicht mit den Melodietönen allzu sehr reibt. Wenn dir das Video was gebracht hat, gib mir bitte auch den Daumen nach oben. Vielen Dank und abonniere meinen Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.